Eine der Spenden. Als größter Meinungsblogger der Szene suche ich. Warum ist denn das Video so leise? Ich meditiere nicht mehr selber aus, sondern ich gucke halt einfach mal bei den anderen, was könnte man eigentlich klauen und nehme das dann einfach. Albion, so ein neuer Meinungsblogger, der von SEO gepusht worden Videos, ist, der ja. auch richtig geile Videos macht. Ich meine, schlechtes Gameplay und dann noch Shutterstock-Fotos. Alter, bist du Feiergoden im Quadrat oder was? Hat ein Video darüber gemacht, ob man größeren Livestreamern überhaupt noch Geld donaten soll. Und ich habe mir gedacht, Digga, dazu mache ich. Außerdem streame ich ebenfalls. Erster Link in der Beschreibung, folgt mir jetzt bei Twitch und gebt mir euren Twitch Prime Sub, der ist kostenlos. Die Frage, die wir uns in diesem Video stellen werden, ist also, sollte man Leuten wie Unge oder auch Montana Black oder jedem anderen, der riesengroß ist, aber mit denen kann ich die meisten Klicks bekommen, noch Geld spenden oder das halt einfach lassen, weil die halt quasi schon ausgesorgt haben? Naja, ich persönlich sehe das Ganze so. Natürlich wird es größere Streamer wie Montana Black halt nicht jucken, ob du jetzt bei ihm einen Sub da lässt oder nicht. Ich meine, der hat ungefähr 30.000 plus 1, minus 1. Ist mir keine Ahnung, komplett Bruder. Egal. Allerdings, wer war das jetzt hier? Ungefähr 30.000 Zuschauer einfach, ne? Und 22.000 Subs. Ausgesorgt fürs Leben, würde ich sagen. Tobi, ich grüße dich. 1000 plus 1, minus 1 ist da ehrlich gesagt komplett egal. Allerdings darf man hier natürlich nicht vergessen, die Masse macht's halt einfach. Wenn jeder so denken würde, dann hätte Monte natürlich relativ schnell gar keine Subs mehr, weil jeder dann davon ausgehen würde, dass der einzelne Sub ihm halt sowieso nichts mehr bringt. Was natürlich schade wäre. Aber es wäre cool, wenn ihr den stattdessen mir geben würdet. Nein? Okay, dann machen wir einfach weiter. Ein Argument, was die Leute ziemlich oft bringen, ist sowas wie, ja, lass das Geld doch lieber bei Kleinstreamern, die freuen sich doch viel mehr. Und ja, an sich habt ihr recht, wahrscheinlich würden sich die Kleinstreamer wirklich mehr freuen. Allerdings habt ihr da eine wichtige Sache vergessen. Man will einen Unge oder eine Monte nicht unterstützen, weil sie das Geld so unglaublich dringend brauchen, sondern weil sie halt einfach unterhaltend sind und man sie sympathisch findet. Ich zum Beispiel finde Monte mich... Zumal man das ja auch mal so sehen muss... man muss GZ-Gebühren teilweise zahlen oder Rundfunkgebühren bezahlen für was man nicht in Anspruch nimmt. Also viele Leute schauen mittlerweile gar kein Fernsehen mehr, aber müssen halt trotzdem dafür bezahlen. Und hier wird halt kostenloser Content angeboten und dann gibt es halt Menschen, die sich sagen, hier, ich unterstütze das, weil es ist halt Unterhaltung für mich. Ich bin da vertan, ich kann dort sogar mit interagieren. Es ist einfach eine nice Sache und dementsprechend finde ich das voll legitim, dass man auch den größeren spendet. Ne? Weil... Wie er schon gesagt hat, wenn dann jeder so denkt und sagt, ja hier, der hat doch eh genug Geld und keine Ahnung, dann bekommt er eh genug Subs, genug Spenden. Wenn jeder so denkt, hat er gar nichts mehr. Mega sympathisch und seine Streams und seine Art sind doch einfach mega unterhaltend. Ja, ich meine, Baum, wenn belassen, ich da schon die ganze Zeit kostenlos zugucke, warum kann ich dann nicht zum Beispiel... Ey, KuhnTV ist im Verhältnis zu dir leise. Ja, weil KuhnTVs Video mega leise ist. Also ich weiß nicht, was er hier gemacht hat, aber es ist mega leise. Wie einmal im Monat sagen, okay, hier, hast du ein kleines Trinkgeld, in dem ich dir halt meinen Sub gebe. Unge wird natürlich nicht unterstützt, weil der streamt auf YouTube und wer auf YouTube streamt, der kriegt keine Unterstützung. So das einfach stimmt. Ist das. Denk nur. Mal drüber nach, mein Junge, ja? Allerdings gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, einen Sub dazulassen, sondern auch Donations zu geben. Und die kosten dann natürlich schon mal mehr als 5, 10 oder 25 Euro. Also die kosten eigentlich gar nichts, man kann sich das ja selber aussuchen, aber ihr wisst, was ich meine. Und hier zählt halt wieder genau das Gleiche, was ich auch vorher gesagt habe. Macht mit eurem Geld doch einfach, worauf ihr Bock habt. Ich persönlich muss sagen, dass ich... Macht, worauf ihr Bock habt. Also unter 50 Euro Donations werden bei mir halt auch einfach nicht vorgelesen. Das wollte ich bloß mal so sagen. Deswegen, entweder ihr macht es halt, ihr seid krass oder halt nicht, ne? Das ist halt... Muss ich das selber sehen. Größeren Streamern eher kein Geld donate. Ich finde gerade, dass man in dem Bereich wirklich super viel verdienen kann und die haben das nun wirklich nicht nötig. Außerdem kann man sein Geld auch wirklich für wichtigere Dinge ausgeben, zum Beispiel Fortnite-Skins oder Online-Casino. Ja, trust me, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Monte haben auf YouTube AC, grüß dich, Bruder. 10 oder 20er CPM. Das bedeutet, dass die halt mit 1 Million Klicks 10 oder 20.000 Euro verdienen. Ich meine, wer von euch verdient 10 oder... Alter, 10 oder 20er CPM, ich werde es auch nie verstehen, was YouTube macht, damit das zustande kommen kann. Also es ist für mich wirklich unbegreiflich. Real Talk, es ist für mich unbegreiflich. Ich check's einfach nicht. Ich bekomme nicht mal einen 1er CPM und die bekommen einfach einen 10er bis 20er CPM. Holy shit. Oder 20.000 Euro auch teilweise im Jahr. Ich meine, die meisten von euch sind wahrscheinlich... Oh, Ace Galaxy, da war jetzt wieder ganz... Ich weiß manchmal nicht, warum ich überhaupt zeitig anfange mit Stream. Ich dachte, da ist wenigstens nicht so die Überschneidung so krass, ne? Ach, na gut, ist egal. Nützt alles nichts. Wahrscheinlich Schüler oder in der Ausbildung, also wahrscheinlich die wenigsten. Da sehe ich es dann ehrlich gesagt als nicht sonderlich sinnvoll, dann mein Geld, wovon ich ja wahrscheinlich weniger habe als die, dann noch in die Leute reinzustecken, die halt an sich sowieso schon mehr als genug haben. Aber auch hier zählt natürlich wieder das Gleiche. Jeder muss das natürlich für sich selber entscheiden. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Wenn du dich von uns unterhalten fühlst und ihn jeden Tag stundenlang zuguckst und ihn feierst und gerne dabei bist, so dann spende ihn doch 10 oder 20 Euro oder halt auch mehr, je nachdem wie viel Geld du halt möchtest. Ist gar kein Problem. Hier ist es aber meiner Meinung nach auch ziemlich
natürlich wichtig, dass man halt nicht zu viel spendet. Wenn du zum Beispiel nur 40 Euro Taschengeld im Monat hast, dann ist es natürlich nicht so klug, ihm 40 Euro im Monat zu donaten, sondern vielleicht mal 5 Euro oder sowas, wenn man die übrig hat. Vergesst nicht, für euch sind 40 Euro halt eine Menge und wahrscheinlich auch dann 5 Euro. Für Monte sind 5 Euro nicht mal ein Spin, was will der damit? Der kauft sich nicht mal Döner, die so günstig sind. Wenn ihr allerdings sowieso einen festen Job oder eine Ausbildung habt und ihr habt jeden Monat sowieso ein bisschen Geld übrig und ihr verbringt generell auch sehr viel Zeit auf Twitch, dann spricht doch gar nichts dagegen. Auch Fühle ich, by the way. Ich muss auch sagen, setzt das immer in Relation, was ihr an Spenden ausgibt oder was ihr an Subs ausgibt oder so. Ne? Man kann ja 3-Stufen-Sub machen. Wie ihr schon sagt, wenn ihr genug Geld habt, könnt ihr natürlich auch was spenden. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, wenig Geld habt, und ihr möchtet mal eine Freude machen, klar, ihr könnt mit einem Twitch Prime Sub irgendwie subben oder mal 1 Euro oder 2 Euro, also keine Ahnung. Aber setzt das immer in Relation. Wisst ihr, also es bringt wirklich nichts, wenn man als Taschengeld 20 Euro bekommt und ihr setzt hier eine Donation von 10 Euro rein, da ist das halbe Taschengeld einfach im Monat weg. Ja. Auch wenn es natürlich, den Streamern bringt es natürlich trotzdem immer was, ne? Die leben ja teilweise davon oder die werden dadurch unterstützt. Aber ihr müsst auch an euch denken, weil sonst ist das halt wirklich, also das bringt nichts, wenn ihr euch dadurch schadet, ne? Das so dazu auf jeden Fall. Twitch Prime ist kostenlos. So ein Ding ist das, Lumatrix. Größeren Streamern mal eine kleine Dankigkeit zu geben. Ey, Rocket, es gibt keinen Gaming-YouTuber, den ich schaue. Wirklich. Gaming habe ich aber auch wirklich noch nie geschaut. Muss ich jetzt mal so sagen. Eben. Dankigkeit. Können wir das bitte in unseren Sprachgebrauch ein, meine Freunde? Was ich dann aber wieder überhaupt nicht verstehe, sind dann halt solche Leute hier wie bei Monte. Und habe dann aussehen auf eine Donation drauf geklickt. Jemand hat mir 20 Euro donated. Und als Begründung bei PayPal, dass er die zurücknehmen möchte, war... Er hat die nicht vorgelesen. Ich hoffe halt wirklich für Monte, dass er das Geld nicht zurücküberwiesen hat. Ich meine, warum gibt es halt überhaupt Leute, die jemandem Geld donaten, nur um Aufmerksamkeit von der Person zu bekommen? Vor allem, was hast du dir eigentlich erhofft? Moment. Ich meine, du spendest... Ich find's auch lächerlich. Also, ich kann's verstehen, dass Leute frustriert sind, dass die Donation nicht vorgelesen wird. Bei kleinen Streamern oder bei kleineren Streamern, aber bei einem Monte ist das doch komplett verständlich. Da fliegen so viele Donations rein, da kann nicht die ganze Zeit vorlesen. So 20 Euro Donations ist für den, das sind Peanuts. Wie gesagt, der macht manchmal 50 Euro Drehs bei irgendwelchen Casinos. Und ich persönlich finde, wenn ich weiß, dass ein Streamer, den ich zwar gern schaue, wenn ich weiß, dass der zockt, dass der Casino zockt und 50 Euro eine Umdrehung zockt, dann würde ich den... Also, das ist jetzt nur meine Meinung, aber da würde ich ihnen keine 50 Euro spenden, weil da weiß ich, da setzt er einen Dreh und dann ist das Geld weg. Monte sieht das, sagt so, jo, danke für die 20 Euro und das war's. Das kann auf jeden Fall. 20 Euro wert? Digga, das kannst du mir doch einfach nicht erzählen. Man sollte Leuten Geld spenden, weil man die Person unterstützen möchte oder weil man die feiert und nicht um irgendwie die Aufmerksamkeit der Person zu bekommen. Vor allem darf man hierbei ja auch nicht vergessen, wenn Monte sich bei jeder Donation, bei jedem Bit und bei jedem Sub bedanken würde, dann würde der den ganzen Stream halt nichts anderes mehr machen, außer Danke, 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 Danke zu sagen. Natürlich ist die Chance dann halt groß, dass er auf deine Donation nicht eingeht. Das hätte man sich auch schon vorher denken können. Was ich abschließend zu diesem Thema sagen kann, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass ich kleine Streamer und ich zähle mich da auch einfach mal dazu, weil jetzt kann ich Werbung für mich machen, dass wir uns natürlich viel mehr freuen, irgendwie Subs und Donations und Bits zu bekommen, weil wir haben nicht ausgesorgt und für uns ist das wirklich noch eine ganze Menge Cash. Bei dir weiß noch nicht, fällt das natürlich nicht auf, ob der 100 Subs mehr oder weniger im Monat hat, bei mir zum Beispiel allerdings schon. Wenn ihr euch aber... Ja, vor allem, ihr müsst euch mal vorstellen, 100 Subs sind für einen Streamer, der jetzt kein Partner ist, $250. Das ist schon krass viel Geld, muss ich einfach sagen. Und für einen Monte ist das halt einfach nichts. So, das ist nicht mal 1% gefühlt. Ne, das kommt immer drauf an, wie viel er denn natürlich hat. Aber wenn er jetzt, sag ich mal, der hat ja mal eine Zeit lang über 30.000 Subs. So, das ist für den halt wirklich nichts weiter. Unterhalten fühlt bei einem Monte. Finde ich lustig. Papa Platte oder sonst irgendwen, die wahrscheinlich im Monat 100.000 oder mehr verdienen, dann spricht doch auch gar nichts dagegen, denen ebenfalls Geld zu geben. Wie gesagt, macht es natürlich auch immer die Masse. Und wenn plötzlich keiner mehr donatet, dann können die irgendwann vielleicht nicht mehr davon leben. Gut, unrealistisch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Was ich aber generell mega ekelhaft finde, ist die Tatsache, wenn man halt wirklich anfängt, nach Donations und Bits zu betteln. Und genau das hat eine amerikanische YouTuberin tatsächlich letztens erst gemacht. Die Streamerin InvaderV hat nämlich einfach mal so rausgehauen, dass ja jeder, der zuschaut, halt ganz locker easy 5 oder 10 Euro für einen Sub übrig habt. Ja, dazu haben wir ja ein Video gemacht, für die Leute, die es noch nicht wussten. Ich weiß nicht, ob Tim das erwähnt. Ja, Tim erwähnt sogar noch. Sehr, sehr ehrenhaft. Er erwähnt sogar, dass
Das und wenn Video, man ja arbeitslos ist und deswegen das Geld nicht hat, dann sollte man auch kein Pocket Master maximal FIFA halt einen Job suchen. Und wenn man Zeit für Twitch hat, dann hat man auch Geld, um 5 Euro für einen Sub auszugeben. So geht, sieht ziemlich einfach mal aus. Ich werde hier übrigens nicht komplett drauf eingehen, aber der liebe Alpha Kevin Arino hat dazu ebenfalls ein sehr gutes Video gemacht. Das verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Nein, Spaß, ich werde es vergessen. Geht einfach auf Alpha Kevin und guckt euch das Video an. Und hat das vergessen? Warte. Wir gucken jetzt, ob das der Link ist. Jo, hallo und willkommen! Oh, wild, das ist der Link. Sehr, sehr nice. Ich weiß gar nicht, ob viele Leute rübergekommen sind. Ich gucke erstmal in den Kommentaren, ob es da neue Kommentare gibt. Vor 45 Minuten, vor 3 Stunden, vor 18 Stunden, bla bla bla. Ja, sind schon einige rübergekommen. Ehre auf jeden Fall. Also hier vor 22 Stunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kommentare, 10 neue. Und wir gucken mal auf Analysen, wie viele damit am Start sind. Weil normalerweise bekomme ich da jetzt nicht weiter Aufrufe hier. Ja, moin! What the fuck? Einfach 712? Ey, das sind es sind einfach über 3000 Leute rübergekommen. Vielen Dank, aber das ist auf jeden Fall krass. Ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute rüberkommen. Und ich habe dadurch auch die Abos gemacht. Ich habe mich schon gefragt, warum ich 200 Abonnenten dazu bekommen habe. Weil ich dachte mir so, hä? Woher kommen jetzt 200 Abonnenten? Ich bin nämlich wieder auf 83.000 Abonnenten hochgerutscht. Da ist ja so, woher kommen denn jetzt 200 Abonnenten? Jetzt weiß ich's. Ne? Ich habe das Video noch nicht gesehen. Aber die Leute, die haben ja auch nicht viel kommentiert. Deswegen dachte ich mir, die kommen nicht von QNTV oder so. Schwierige Aussage, weil wie gesagt, sie ist ja eine amerikanische Streamerin. Und in Amerika haben wegen der Corona-Krise ungefähr 17 Millionen Leute gerade ihren Job verloren. Aber klar, die werden natürlich an nichts anderes denken, als die 5 Euro, die sie dir in den Arsch blasen können jeden Monat. Ich verstehe halt einfach Real Talk nicht, wie man überhaupt, wenn man sowieso spielt oder spielt, danach betteln kann, dass man Geld kriegt. Für was denn überhaupt? Vor allem habe ich mir einfach mal bei 2 Streams angeguckt, wie viel Geld sie halt mit Bits und Donations innerhalb eines Streams macht. Sie ging den einen Tag 4 Stunden online. Dort hat sie 1121 Bits und 47 Subs bekommen. Also, was für 4 Stunden? 47 Subs. Lass es jetzt einfach so sein, sie bekommen 3 Dollar, weil sie ist Partner und bekommen vielleicht so 3 Dollar pro Sub. Das heißt, sie hat 141 Dollar bekommen. 141 Dollar und hier nochmal 11 Dollar. Also 152 Dollar hat sie bekommen in 4 Stunden. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Stundenlohn. Also das sind fast 40 Dollar die Stunde. Nur mal so. Für 4 Stunden. Das ist eine freiwillige Sache. So, man sollte dankbar sein für das, was man bekommt, wenn jemand spendet. Aber sollte nicht das als Voraussetzung nehmen, dass man gespendet bekommt. Es ist so dumm, wirklich. Es ist wirklich richtig dumm. Ein Bit ist 1 Cent und bei einem Sub rechnen wir mal mit 2,50, weil ich keine Ahnung habe, ob sie einen besseren Vertrag hat. Das macht Einnahmen von 128,71 Euro. Ein Stundenlohn von ca. 30 Euro, also auch ziemlich gut. Wer von euch verdient 30 Euro in der Stunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Der andere Stream ging 3 Stunden und 14 Minuten. Dort hat... Euro in der Stunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Der andere Stream ging 3 Stunden und 14 Minuten. Dort hat sie 131 Subs und 7026 Bits bekommen. Das wären in 3 Stunden... Er hat 400 Euro in 3 Stunden bekommen. Über 100 Euro die Stunde. Die beschwert sich über irgendwas, Leute. Ey, das könnt ihr mir nicht erzählen. Wie kann man sich denn beschweren, wenn man so viel Geld bekommt? So viel. Man macht nichts. Man setzt sich einfach nur hin, schnackt mit den Leuten, beschwert sich darüber, dass man kein Geld bekommt oder wie. Wenn man 400 Euro in einem Stream bekommt. Ey, wirklich... Kann mir das jemand erzählen? Kann man jemand so was Undankbares erzählen? Stunden ungefähr 397 Euro und 67 Cent. Ein Stundenlohn von 130 Euro. Natürlich schwankt das mega, aber selbst wenn man jeden Tag nur 30 Euro pro Stunde bei Twitch verdienen würde, wäre das doch schon mehr als genug. Digga, du machst nichts anderes in deinem Stream, als sich hinter deinen Hintergrund zu setzen und ein bisschen zu quatschen oder irgendwelche Nintendo-Spiele zu zocken. Wie kann man sich denn da beschweren, nur 30 Euro... Junge, ey, wirklich, ich komme immer noch nicht drauf klar. Ey, ich komme immer noch nicht drauf klar. In welcher Welt leben wir, dass man bei geschenktem Geld sich beschwert? Wirklich, so eine Streamerin, und das habe ich auch in meinem Video gesagt, so einer Streamerin würde ich keinen Cent geben. Ich würde nicht einmal unterstützen. Weil wer so dreist fordert, Spenden zu bekommen, der hat für mich wirklich 0 Cent verdient. Ich weiß nicht, wie die jetzt noch unterstützt werden kann. Das geht für mich auf keine Kuhhaut, wirklich. Populett, ich grüße dich. 400 Euro bekommen hat die Frau, die könnt ihr nicht mehr spenden. Ja, ist so.
Euro im Monat zu verdienen. Es gibt Leute, die arbeiten auf dem Bau 10 Stunden lang und verdienen den Mindestlohn oder minimal darüber. Und du sitzt da, redest gemütlich, wie, ich krieg nur 30 Euro die Stunde. Jetzt haut mal ein paar Bits rein, jeder hat hier Geld. Komm, Subs, was ist denn los? Wie absolut respektlos diese Aussage halt einfach ist. Natürlich freut man sich als Streamer riesig, wenn man viel Geld verdient. Das kenne ich ja bei mir selber. Wenn man Streams hat, wo richtig viele Bits, Subs und Donations kommen, natürlich ist man dann irgendwie geheilt und man hat Bock und so. Es ist halt Geld, was man verdient. Aber man darf es nicht... Ja, das stimmt, das muss man auch sagen. Einige meinen ja auch, oder denken, ich weiß nicht, ob Zuschauer denken, dass man, wenn man jetzt auch Support bekommt oder hier gespendet bekommt, dass man halt immer noch genauso ist, wie wenn man jetzt keinen Support bekommt oder Spenden bekommt oder Subs bekommt. Aber man ist einfach wirklich, es motiviert so krass, wenn du weißt, du hast auch was verdient dabei. So, das klingt jetzt doof, aber ich glaube, das ist genauso, wie wenn du arbeiten gehst. Du weißt, du machst das dafür, dass du auch natürlich auch was finanzieren kannst. Ich könnte mir sonst nicht so einen Laptop finanzieren. Ey, wirklich, ich hätte mir niemals das Geld genommen, hätte darin investiert. Weil den Laptop, den benötige ich bei meiner Freundin, den benötige ich, wenn ich im Urlaub bin. Aber das ist für mich Grund genug, um mir so einen Laptop zu holen, damit ich einfach für euch weiterhin Qualität bieten kann. Aber es ist immer schön zu wissen, dass man das auch für sich macht, für den Stream macht und eventuell auch noch finanziellen Support bekommt, dann ist man natürlich umso gehypter. Also das auf jeden Fall. Also da hat er zu 1000% recht. Man, ja, ich weiß auch nicht. Man hat ein krasseres Gefühl im Stream. Nicht nur darauf anliegen. Thompson, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ein Vollitos. Na und, ist doch scheißegal. Überhaupt Geld dafür zu kriegen, sich Videos anzugucken, zu quatschen oder zu zocken, ist halt schon so ein Riesenprivileg. Ich glaube nicht, dass man sich dann auch darüber aufregen muss, dass man da zu wenig verdient, um ehrlich zu sein. Mal abgesehen davon... Ja, zu 100%. Also man sollte nie verlangen oder nie hoffen, Geld zu bekommen. Man sollte seinen Stream einfach komplett durchziehen. So, und wenn jemand supportet, wenn jemand spendet, dann ist es halt so. So, die Leute, die haben nicht immer 10.000 Euro auf der Kante und können jetzt einfach mal hier 50 Euro spenden oder so, weil 50 Euro schon mega viel sind. Aber manche denken, ja, also ich bin ja relativ großer Streamer, wenn mir schon viele zuschauen, da erwarte ich jetzt auch, dass die Leute mir pro Stream 20 Euro spenden oder 30, 40 Euro spenden. So, du verlangst einen Scheiß eigentlich. Man kann froh sein, dass man überhaupt Zuschauer hat. So, das ist doch allein schon ein übelstes Privileg. Aber dass man dann auch noch verlangt, Spenden zu bekommen, ist halt mega lost. Sollte man noch nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Leute, die du ja gar nicht kennst und die dich auch gar nicht kennen, zumindest nicht privat, die einfach monatlich so Geld geben. Einfach so, jo, hier, 5 Euro. Dafür, dass du halt einfach da bist, oder was? Wenn du jeden Tag streamst und immer mindestens 120 Euro verdienst, dann Bruder, hast du auch am Ende 3.600 Euro. Ich glaube nicht, dass man sich bei einem monatlichen Verdienst von 3.600 Euro, was du ja auch noch im Homeoffice machen kannst, sich wirklich beschweren kann, um ehrlich zu sein. Was sagt ihr dazu? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und selbst, wenn man jetzt die Steuern verrechnet, ist das gutes Geld. Ist das wirklich gutes Geld? Ne? Also, du verdienst schon... Hier, sage ich mal, in der Umgebung gut, wenn du brutto 3.000 Euro bekommst, da verdienst du wirklich gut. Und da musst du noch über 1.000 Euro, musst du noch Steuern abziehen und da bist du bei vielleicht 2.800 Euro, 1.800 Euro, was du netto bekommst. So, dann kommen noch Versicherungen, manche Autoversicherungen, dann kommt noch das Tanken hinzu, da bleibt nicht viel übrig. Und das ist halt einfach mega traurig, das ist wirklich mega traurig. Ja, und so geht es mir genauso, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit ausschließe. Ich bin da genauso am Start. Aber es kommt bei mir immer auf die Monate drauf an. Natürlich, es gibt mal Monate, da wäre ich halt krass supported. Da bedanke ich mich extrem. Es gibt auch Monate, da ist jetzt nicht so heftig mit am Start, aber man schafft es trotzdem, sage ich mal. Und gerade wenn man dann noch arbeiten geht, ja, also als Selbstständiger bist du ja immer relativ flexibel, was das angeht. Auf jeden Fall ein gutes Video, mir hat's gefallen und ich finde, das Thema kann man auf jeden Fall aufgreifen. Feier ich schon, muss ich sagen.